Der Mercedes-Benz Actros. Ja, hier ist er, eine Zugmaschine mit wahrscheinlich 460 PS, denn er heißt 1846 und es ist die fünfte Generation, die aber bis auf einige Details so ähnlich aussieht wie die vierte Generation. Und das ganz Besondere, wo man es recht leicht erkennen kann, ist dieser neue Rückspiegel, den es nämlich gar nicht mehr gibt. Denn in dem System ist ja quasi kein Spiegel mehr zum Zurückschauen drin, sondern eine neue Kamera, die Mercedes-Benz mittlerweile serienmäßig verbaut. Ja, ein richtiges Hightech-Wunderwerk. In Silber. Hier sind zwei Personen, die sehr viel damit zu tun haben. Einmal, ja, ich grüße dich, Horst. Hallo Sven, grüß dich. Stell dich mal kurz vor. Ja, bevor ich angefangen habe mit Variomobil zu reisen, habe ich 35 Jahre bei Daimler gearbeitet, davon 32 Jahre in der Lkw-Entwicklung. Ja, hier ist Heiko Hülsmann, du bist Ingenieur und arbeitest für Variomobil. Richtig, hallo Sven. Ja, ich habe seinerzeit Maschinenbau, Fachrichtung Fahrzeugtechnik studiert und somit habe ich den nötigen Background, um High-End-Fahrzeuge auf die Räder zu stellen. Ja, du hast immer wieder betont, dass die Fahrzeuge nicht nur gut aussehen sollen, sondern sie sollen perfekt auf der Straße sich auch bewegen lassen. Ich meine, ein Haus auf Rädern heißt aber auch letztendlich, dass man auch ein Fahrzeug hat, was sich perfekt verhalten soll. Und das bedeutet zum Beispiel das Verhältnis von Gewichten, linke Seite, rechte Seite, vorne, hinten. Es darf nichts klappern oder knirschen. Horst, du hast dein Fahrzeug, und ich zeig's mal gerade, du hast dieses Fahrzeug mitentwickelt. Ja. Das ist der Actros. Also die letzten 12 Jahre waren eigentlich durch zwei große Aufgaben geprägt. Von 2006 bis 2013 war ich Entwicklungsprojektleiter des Atego. Und meine letzte große Aufgabe war hier für diesen Actros der fünften Generation. Da habe ich ebenfalls die Verantwortung als Entwicklungsprojektleiter getragen. Ja, was unglaublich auffällig ist, es sind unglaublich viele Dinge verändert worden. Zunächst mal, was am auffälligsten ist, ist das neue Rückspiegelsystem. Haben das mittlerweile die Kollegen auch schon? Nein, also es ist einzigartig in der Lkw-Welt, dass man sowas macht. Und bei Mercedes waren die Ersten. Es werden bestimmt Wege folgen, aber im Moment bekommt man so ein innovatives System nur bei Mercedes-Lkw. Es war wahrscheinlich gar nicht so einfach, das Kraftfahrtbundesamt davon zu überzeugen, dass das funktioniert. Das ist richtig, aber wir haben sehr früh damit angefangen. Im Rahmen der langfristigen Innovationsplanung beschäftigt man sich natürlich auch mit solchen Dingen. Und wir haben mit dem Kraftfahrtbundesamt zusammen die Voraussetzungen geschaffen, dass man auch solche Systeme dann abnehmen und für den Straßenverkehr zulassen kann. Ja, es hat riesen Vorteile. Das System ist so perfekt angebracht. Ihr habt das probiert, wahrscheinlich auch im Windkanal. Es kann nicht verschmutzen, hast du gesagt. Ja, Kraftstoffverbrauch war ein großer Treiber, das so zu machen. Das erhöht die Aerodynamik des Fahrzeugs natürlich ungemein. Die Übersichtlichkeit des Autos wird immens gesteigert, denn der große Außenspiegel, der kann ganze Autos verdecken, wenn man an eine Kreuzung ranfährt oder in Kreisverkehr. Und die Anordnung der Kamera da oben, die ist so günstig, dass hier wirklich nichts mehr verschmutzen kann, selbst bei schlechtestem Wetter. Okay, das heißt, wenn ich das sehe auf der Autobahn und es sieht so aus und es ist kein Spiegel mehr dran, ja, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Actros. Dann ist es auf jeden Fall ein Actros. Sehr schön. Ja, wunderbar. Es gibt eine Geschichte. Also nicht nur, dass du diesen Actros mitentwickelt hast, mit einem ganz großen Team. Man muss ja sagen, du bist jetzt im Ruhestand, richtig? Seit einem Jahr bin ich im Ruhestand, ja. Genau, und du bereist ganz Europa mit einem ganz tollen Fahrzeug, was du auch im Variomobil hast. Wir haben uns hier getroffen und wir ein kleines bisschen erzählen mal über den Atego. Den hast du auch entwickelt. Ja, also der Atego, so wie wir hier sehen, der wurde entwickelt zwischen 2006 und 2013. Und ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich so ein Fahrzeug veredelt als Reisemobil von Variomobil benutzen kann, um ein bisschen durch die Welt zu reisen und Europa zu entdecken. Ja, das Starke daran ist, du wusstest, wann das Fahrzeug gebaut ist. Ich meine, warst tatsächlich 4 Stunden in dem Werk und hast sogar die Produktion des Fahrgestells mitbegleitet. Das ist richtig. Das Fahrzeug wurde an einem Samstag gebaut. Ich bin früh morgens nach Wörth gefahren, habe mich mit meinen Kollegen am Band getroffen und durfte genau körperlich dieses Fahrzeug 4 Stunden am Band bis zur Fertigstellung begleiten.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich sehe es hier, es sind einige Dinge eingebaut von Variomobil, die du mitbestimmt hast. Das heißt, du hast den Grundriss auch mitbestimmt. Nicht nur das Fahrgestell hast du begleitet, sondern auch den Bau, den Aufbau. Und ja, im Vorgespräch haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, dass du anspruchsvoll bist und dass es hier tatsächlich in einigen Dingen gelungen ist, dass die Qualität des Aufbaus die, ich sag mal, Spezifikation von Mercedes-Benz sogar teilweise überschreitet, ja, der Serienproduktion, zum Beispiel die Lackierung. Ja, also man sieht ja, wenn man so ein Auto anschaut, die großen Aufbauten haben große Flächen, die müssen aufs Akkurateste lackiert sein. Im Fahrzeugbau hat man ja kleinere Flächen, die sind bei Mercedes-Benz natürlich hervorragend lackiert, aber so eine große Fläche in dieser Lackierqualität hinzubekommen, das ist wirklich ein Merkmal, das hat Variomobil aufs Beste im Griff. Ja, jetzt gibt es eine Besonderheit hier. Ich nehme mal an, dass das Führerhaus, das ist der Originallack, der auf dem Führerhaus ist? Ja, genau, das ist der Originallack von Mercedes-Seite aus. Und den haben wir eben übernommen dann, um nachher den Aufbau damit zu lackieren. Der Lack ist identisch, den ihr verwendet habt. Das ist der Mercedes-Lack? Das ist der identische Lack, ja, absolut. Das heißt, genau das, was Mercedes gemacht hat, habt ihr auch gemacht? Ja, genau. Wir haben in diesem Fall in Silbermetallic lackiert. Das heißt, ich habe einmal einen Basislack und einmal am Ende den Klarlack. Und das ist genau die gleiche Aufbauart, wie das bei Mercedes beim Fahrerhaus dann auch macht. Ja, man sieht es hier sehr schön. Ich halte mal gerade hier rein. Es ist wie ein Spiegel. Im Moment sehe ich mich. Also ich kann es im Display sehen. Das Gemeine sind ja Leuchtstoffröhren. Da sieht man ja alles. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch ein Wunderwerk, das überhaupt zu planen hinzubekommen, oder? Ja, das ist in der Tat so. Also diese großen Flächen, das ist schon eine Riesenherausforderung, die so toll zu lackieren. Da geht es um Dreck, da geht es um Läufer, da geht es um Apfelsinenhaut. Das sind alles Sachen, das braucht unheimlich lange Erfahrung und unheimlich tolle Lackierer. Ja, das ist Silber. Wenn es jetzt wahrscheinlich schwarz wäre, dann könnte man die Leute auch noch erkennen. Das hat dir unglaublich imponiert. Ja, das heißt, du hast ja vorher, ich sag mal, als Seiteneinsteiger im Bereich Camping deine Erfahrung gemacht mit einigen Fahrzeugen. Wie bist du zu Variomobil gekommen? Also 3 Jahre bevor ich in Ruhestand gekommen bin, haben wir überlegt, was machen wir eigentlich mal, wenn wir nicht mehr arbeiten. Und meine Frau und ich sind eigentlich unabhängig voneinander auf das Thema Reisemobil gekommen. Erfahrung hatten wir keine. Dann haben wir uns einfach ein bisschen im Markt umgesehen und ja, ich glaube, ich bin beim Besten gelandet, den man sich vorstellen kann auf der Welt und habe eigentlich dort das wiedergefunden, was ich an Maßstäben für Qualität, für Wertanmutung, für Präzision von Mercedes schon kannte. Das habe ich bei Variomobil wiedergefunden. So, es gab auch hier kein Geld, weder wir haben Geld bekommen für die Aussage, noch der Horst. Wir haben uns zufällig hier getroffen. Ich habe gesagt, das ist eine interessante Geschichte, die erzählen wir mal. Ihr habt viele Kunden, die glücklich sind. Kann man das so behaupten? Das kann man sehr wohl so behaupten, ja. Das ist eben unser oberstes Ziel, den Kunden einfach zu 100% zufriedenzustellen. Und ist es so, dass wir eben zu 100% individuell bauen, auf Kundenwunsch. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um einen Kunden nachher glücklich zu machen, weil er einfach sagt, okay, das Fahrzeug ist wirklich nach meinen Wünschen entstanden und genauso, wie ich es haben wollte. Und dann muss dazu noch die Qualität stimmen. Und ja, das kriegen wir dann schon sehr gut hin. Ich zeig mal gerade so kleine Details, wie hier so eine Klappe, wenn man die jetzt mal ganz nah rangeht und filmt da mal so rein. Das ist alles, also es steht ja schon drauf, perfekt. Aber es ist gut gemacht, oder? Ja, es ist wirklich gut gemacht. Und nicht nur, wenn man das Auto anschaut. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, in die Produktion in Bohm des Öfteren mal reinzuschauen, wie an meinem Fahrzeug gearbeitet wird. Und man sieht dann auch allein schon, wenn man den Leuten bei der Arbeit zuschaut, mit welcher Sorgfalt, aber auch mit welcher Begeisterung und Freude die Arbeit verrichtet wird. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, dass am Ende auch eine hervorragende Qualität rauskommt. Ja, da ist ein großes Team am Werk. Das ist, ich sag mal, Ingenieurskunst. Das Thema Qualitätskontrolle, wie ist das bei euch im Werk? Wie wird das durchgeführt? Wird das laufend durchgeführt? Qualitätskontrolle hört sich immer so abschließend nach fertigem Produkt an. Produkt fertig, jetzt Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle findet bei uns während der gesamten Produktion statt. Das heißt, jeder Step wird kontrolliert, einzelne Stufen werden geprüft.
Und somit haben wir selbstverständlich am Ende nochmal die Endqualitätskontrolle, aber wir haben während des ganzen Produktionsvorgangs durchweg eine Qualitätskontrolle. Ja, ich finde immer so kleine Details, wer sich auskennt mit Lackieren, ich meine, das sind ja jetzt nur die Lackarbeiten. Wir haben ja gestern Videos gedreht, wo wir die ganzen Installationen mal gefilmt haben. Allein das aufgesetzte Lüftungsgitter hier, das ist schön, oder? Ja, das ist schön. Lüftungsgitter, Leitungsverlegung, Installation, man kann sich eigentlich alles anschauen und sieht schon beim Anschauen, welche Qualität hier erzeugt wird. Ja, wir gehen mal kurz rüber, denn wir möchten heute mal dieses Fahrzeug vorstellen, ein großes Alkoven-Modell auf Basis Actros. Ich empfehle nur das Fahrzeug über den Atego, das haben wir gedreht. Das Produkt heißt Alkoven 900, Vario Alkoven 900. Dort einfach mal in YouTube zu gehen, sich das Video mal anzuschauen. Wir haben also rund eine Stunde lang das Fahrzeug gezeigt. Ein ganz tolles Raumkonzept, was hier verwirklicht wurde. Alkoven mal ganz anders. Ja, absolut. Da kam eben der Horst auf uns zu und ja, mit der Anforderung, ein Fahrzeug für zwei Personen zu bauen und eben mit einem Raumkonzept, mit einer Rundsitzgruppe hinten, Längsschläfer-Alkoven und das auf dieser Länge mit 9 Meter ist optimal umgesetzt mit einer riesen Küche. Du zeigst es gerade im Bild hier. Das ist schon gigantisch. Also wenn man in dem Fahrzeug ist, weiß man nicht oder merkt man nicht, dass es in Anführungsstrichen nur 9 Meter ist. Ja, das ist wichtig. Also ich empfehle, sich das Video mal anzuschauen. Also es ist rund eine Stunde lang. Vielleicht ein kleines Detail, bevor wir zu dem anderen Fahrzeug gehen. Auch die ganze Elektrotechnik, die hier verbaut wurde. Wir haben ja auf der einen Seite Niedervolttechnik mit hohen Strömen. Das muss alles perfekt sein, sonst brennt so ein Kabel ab. Erstens das und die Leitungen müssen ordentlich verlegt sein. Da darf nichts scheuern, da darf nicht wackeln. Die Verbindungen müssen alle sauber sein und das findet man hier in diesem Auto. Das heißt, hier ist ja alles offen, hier, also ich kann alles sehen, was auch wichtig ist, ich kann es kontrollieren, aber alles ist auch so schön verlegt, dass man sich das gerne anschaut. Ja, man braucht es nicht zu verstecken, da guckt man auch gerne hin. Ja, unten ist ja die Waschmaschine drin, das war dein Wunsch mit Trockner. Ich habe sie zunächst gar nicht erkannt, weil sie ist mit Vlies ausgeschlagen. Ja, die ist natürlich als erstes sehr standsicher dort eingebaut Wir haben ja vor und haben es auch schon praktiziert, mit diesem Auto länger am Stück unterwegs zu sein, 3-4 Monate. Und da wollte man natürlich so ausgerüstet sein, dass einem erstens nicht die Decke auf den Kopf fällt. Das ist bei diesem Raumkonzept gegeben. Und man will halt auch alles machen können, was dann im Haushalt so passiert. Und da gehört Waschen einfach dazu. Und da ist die Maschine gut aufgehoben. Platz dafür war da. Als du Kontakt aufgenommen hast zu Variomobil, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? Ja, da kann ich mich nur daran erinnern, da sind wir mit einem gemieteten Wohnmobil einer anderen Marke, das war nämlich unser Testurlaub, ob wir sowas überhaupt machen wollen, bei Variomobil auf dem Hof gefahren. Und dann habe ich zum ersten Mal auch die Variomobile körperlich gesehen und konnte dann natürlich auch einen Vergleich ziehen zu dem Fahrzeug, das ich da als Mietmodell gerade dabei hatte. Und die waren nett? Die haben dich nett empfangen? Die haben mich sehr nett empfangen und die Qualität der Produkte und was ich da so gesehen habe, hat mich auch überzeugt. Da war jetzt wahrscheinlich MAN drunter, was du gesehen hast, oder? Nee, gesehen habe ich viele. Gesehen habe ich Volvo, gesehen habe ich MAN. Aber ich habe auch ganz viele Mercedes gesehen und das hat mich sehr erfreut. Ich glaube, der Schwerpunkt bei euch liegt schon bei den Mercedes-Fahrgestellen. Ja, das ist immer so ein bisschen tonnageabhängig und natürlich auch kundenabhängig, was er so möchte. Derzeit ist es ja ein bisschen Mercedes-lastig, weil der Actros halt ein sehr, sehr schönes Auto ist. Aber auch in der Kleintonnage nachher 8 Tonnen, 7,49 Tonnen setzen wir ganz gerne auf MAN. Ja, es ist so. Ja, zufälligerweise auf dieser Messe, 5 Fahrzeuge sind hier, sind alle von Mercedes-Benz, da hast du aber nichts mit zu tun. Da habe ich nichts mit zu tun und es ist auch Zufall, dass alle in diesem schönen Brillantsilber ausgestattet sind. Es gibt ja schon ein schönes Bild hier auf dem Stand. Ja, das ist mal nicht weiß. Also weil, ich sag mal gerade so, die Leute 4x4 Offroad, die sprechen von den Campern von weißer Ware. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, du fährst eine weiße Ware. Eine weiße Ware habe ich immer mit den Haushaltsgeräten in Verbindung. Genau, ich war also auf einem Campertreffen in Kalkar. Da hat man viele selbstgebaute Offroad-Mobile oder Offroad-Fahrer und da war ich mit meinem Morello natürlich weiße Ware. Ja. Das war so. Ja, aber Silber steht in Autos sehr gut. Hat das für die Wärme einen Nachteil, dass das Silber ist ja dunkler wie weiß? Also ich denke überhaupt nicht. Was man vermutlich nicht machen sollte, ist das Auto in einer ganz dunklen Lackierung Richtung dunkelblau, schwarz zu lackieren. Da hat man wahrscheinlich schon mit Aufheizungseffekten dann auch. Ja, genau so ist es. Also eine dunkle Farbe ist eher nachteilig, auch für den Wandaufbau. Da muss man vorsichtig sein. Aber Silbermetallic ist gar kein Problem. Jetzt gegenüber Weiß kann ich da keinen Temperaturunterschied irgendwie feststellen.
Sehr schön. Ja, das Thema Dekor, das ist individuell. Man hat bei dir einen Albatros, glaube ich, hinten. Stimmt das? Ja, das war mein Wunsch. Das war der Name, den ich diesem Fahrzeug gegeben habe. Und wer den Namen mal ein bisschen genau analysiert, der kann durchaus ein paar Assoziationen zu der Mercedes-LKW-Feld feststellen. Das ist ein A, Das ist auch so geschrieben. Und da habe ich so ein bisschen die Brücke zu meiner Vergangenheit geschlagen. Ja, das ist der Mercedes-Benz-Stern. Wie bist du zu Mercedes-Benz gekommen? Ach, ich habe Maschinenbau studiert in Stuttgart. Und was liegt in Stuttgart näher als Porsche? Beim besten Fahrzeughersteller der Welt zu beginnen. Ich habe meine Diplomarbeit dann bei Daimler gemacht und die wollten mich dann gar nicht mehr gehen lassen. Dann war ich 2 Jahre in der Pkw-Entwicklung, dann hat es mich zu den Nutzfahrzeugen verschlagen und in dieser Welt bin ich bis zum Ende hängen geblieben. Ich könnte allein hier auf die Front vom Atego, das ist ja so ein bisschen so eine Sache, wo wahrscheinlich viele Frauen sagen werden, oder es gibt wenige Frauen, die finden das toll, aber die Männer, LKWs und Männer, das passt doch zusammen, oder? Ja, das passt zusammen. Du sprichst das Design an von diesem Auto, was, glaube ich, zeitlos ist, was einen starken Charakter hat und wo wir auch bei Mercedes so überzeugt waren, dass wir jetzt auch beim Übergang von der 4. zur 5. Generation am äußeren Erscheinungsbild gar nicht viel gemacht haben und vor allem ganz arg viel in Innovation, in Systeme, Assistenzsysteme, in Sicherheitstechnik investiert haben. Das ist manchmal auch ganz gut, denn ich sag mal so, gerade jetzt bei Porsche jetzt im Vergleich, ja, die gehen ja sehr behutsam um mit den Modellwechseln. Es gibt ja den einen oder anderen Unternehmer, der möchte immer das neueste Modell fahren und das musste er jetzt nicht unbedingt, oder? Das musste er nicht unbedingt. Also im Wesentlichen unterscheidet sich die 5. Generation von der 4. Generation durch den Wegfall der Spiegel. Das ist aber gleichzeitig wieder ein so markantes Merkmal, dass man die Autos auf den ersten Blick voneinander unterscheiden kann. Es gibt kein Nachrüstkit? Für den Spiegel? Ja. Doch, das gibt's. Das gibt's tatsächlich. Die Löcher sind tatsächlich auch noch da. Man sieht es hier an der Verblendung. Also ich meine, wenn ich jetzt ein altes Fahrzeug habe, den neuen. Ja. Nee, das geht nicht. Man muss das Ganze ja auch elektrisch-elektronisch unterstützen und das hat das alte Auto nicht. Ja, demnächst. Großes Thema ist 48 Volt. Hier ist 24 Volt drin? Hier ist 24 Volt drin, ja. 48 Volt wird ja schon in der Pkw-Technik ziemlich flächendeckend verwendet und so ist es ja auch im Hause Daimler. Wenn der Pkw irgendwo solche grundlegenden Entwicklungen startet, dann finden diese Dinge auch irgendwann den Weg in die andere Welt der Nutzfahrzeuge. Ja, das ist jetzt auch ein Alkoven. Der hat jetzt eine Garage hinten drin. Ist das hier hinten eine Pkw-Garage hinten drin? Ja, genau. Wir haben hier eine Smart-Garage und daneben eben noch die E-Bikes auf dem Slide-Out. Das heißt, ich habe die Chance, einen Smart und zusätzlich 2 E-Bikes unabhängig voneinander aus der Garage herauszuholen. Und ja, das ist eigentlich fast generell die Anforderung vom Kunden, dass er sagt, ja klar, ich möchte mobil sein, aber nicht nur im Pkw, sondern eben auch mit unseren beiden Fahrrädern. Ja, Horst, du hast mir eine Sache erzählt, du hast mir gesagt, naja, du hast es jetzt designt und so weiter, aber der Geschmack kommt bekanntlicherweise beim Essen. Du bist ein Jahr jetzt unterwegs mit dem Auto. Du hast mir erzählt, es gab überhaupt keine Probleme, gar nichts, 0,0. So ist es. Rundum zufrieden, alles hat funktioniert, nichts hat geklappert. Wir konnten das Auto wirklich genießen in diesem ersten Jahr. Ja, großes Thema Klappern, aber dann kam Folgendes. Dann hast du mir erzählt, na ja, du bist ja jetzt noch fit, du hast E-Bikes dabei. Ich habe gesehen, du hast den Thule Slide-Out, den Fahrradträger, der auch hier verbaut ist. Aber das da und das hier ist ja jetzt auch aus französischer Produktion, sage ich jetzt mal, eine Tochter von Mercedes-Benz, so ein kleiner Smart hinten drin, das wird dir gut gefallen. Und da gibt es ja was Besonderes. Der Werterhalt von einem ein Jahre alten Variomobil, ja, das heißt, du könntest dir ein neues Fahrzeug in Auftrag geben, er könnte ihn in Zahlung nehmen und du hättest sofort einen Käufer dafür. Ja, können wir gerne drüber sprechen, also gar kein Problem, aber ich denke, der Horst möchte erst noch mal ein paar Jahre mit dem Fahrzeug unterwegs sein, ein bisschen Erfahrung sammeln. Und aber wenn er das wollte, das Schöne ist dabei, ich sag mal, die Mobile, überhaupt Wohnmobile, verlieren unglaublich wenig Wert. Ja, das ist so. Bei mir, ich denke jetzt so ein bisschen in 5-Jahres-Zeiträumen. In 5 Jahren muss ich meinen LKW-Führerschein wieder verlängern. Wer weiß, ob das geht. Ärztliches Attest, wer weiß, wie es mir bis dahin geht. Wenn ich ihn verlängert kriege, dann bin ich wieder für 5 Jahre offen, wieder einen LKW zu fahren.
man wird nicht jünger, vielleicht will man nicht mehr so viel mit den E-Bikes fahren. Vielleicht freue ich mich irgendwann, wenn ich einen Smart hinten drin habe. Das geht bei meinem Auto nicht. Also das notwendige Kleingeld, wenn es da ist, weiß ich auch noch nicht. Aber Möglichkeiten gibt es dann schon. Es würde gehen, denn du hast eine Anhängerkupplung dir gleich mitbestellt, was auch Sinn macht. Also ich sage mal, sowas nachzurüsten, die hängt ja am Rahmen dran, nehme ich an. Ja, also so mache ich das zurzeit auch. Ich habe eine 3,5 Tonnen Anhängerkupplung. Ich habe einen Plattformanhänger, den ziehe ich manchmal hinter mir her. Und da kann ich natürlich auch jeden beliebigen PKW draufstellen und habe auf die Art und Weise auch, wenn ich möchte, ein Fahrzeug dabei. Es gibt was ganz Besonderes. Ihr lackiert Rahmen. Das ist was Außergewöhnliches, das heißt also, ihr habt ein spezielles System, wo ihr den mit einem speziellen Lack bezieht, für Rostschutz, für die Optik, für alles. Warum? Weil wir den Qualitätsanspruch, den wir haben, nicht nur optisch, also das, was man so auf den ersten Blick sieht, darstellen wollen, sondern eben auch im Hintergrund. Das heißt, die Basis, das Fundament, das Fahrgestell, das ist natürlich das, was über Jahre auch geschützt sein muss. Und wenn wir den Rahmen gefertigt haben, dann wird er komplett bei uns in der hauseigenen Lackiererei komplett in Lack gesetzt. Das ist ein spezieller Chassislack. Und der schützt diesen Rahmen eben für die nächsten Jahre und da ist absolut kein Vergang dran. Das heißt, ich muss also nicht zum nächsten fahren, der mir dann für 3.000 Euro einen Unterbodenschutz nochmal drauf macht? Nee, das ist auch schlecht zu machen, weil ich sag mal, ich komme an die Stellen gar nicht mehr hin, wenn der Aufbau erst drauf ist. Das ist der Grund, warum wir, bevor wir den Aufbau draufsetzen, sagen, jetzt muss der Rahmen lackiert werden und konserviert werden. Die Fahrgestelle, die ihr bekommt, sind die gleich schon in der Länge für den Aufbau oder wird da noch bei euch gearbeitet, werden die entsprechend verlängert? Wir kürzen das Heck ein, das Fahrzeugheck, und senken das Fahrzeugheck hinter der letzten Achse ab. Das heißt, wir wollen ja möglichst tief mit dem PKW zum Beispiel oder wenn es ein normales Heckstaufach ist, eine möglichst tiefen Boden haben dort, und das ist nur gewährleistet, wenn wir das Heck einkürzen und eben absenken, und das passiert natürlich auch bei uns im Werk. Ja, du hast dieses kleine Element mitentwickelt, das ist eine Rampe, wo ich direkt rauffahren kann mit dem Fahrzeug, ja, das heißt also, ich muss nicht, sag mal, sehr, sehr aufwendig jetzt irgendwas machen, sondern ich fahre drauf und zieh dann die Rampe rein. Ja, das. Ja, genau so ist es, also das war vor 22 Jahren meine Diplomarbeit. Und, 22 Jahre? Genau. Wie alt bist du denn? Mal eben überlegen, 49. Echt? Ja. Und er sieht viel jünger aus. Ja, auf jeden Fall. Hat sich gut gehalten. Vor allen Dingen mit Maske. Ja, so, jetzt sind wir ohne Maske im Moment. Ja, das ist erlaubt für Filmarbeiten. Wir müssen Abstand halten. Ja, da ist er drin. Das hast du mitentwickelt und du hast es immer wieder verfeinert. Also mitentwickelt heißt, ich habe es komplett selber entwickelt. Okay. Nicht nur theoretisch, eben auch praktisch. Das heißt, ich habe während der Diplomarbeit die theoretische Ausarbeitung geliefert und auch die praktische Ausarbeitung bis zum fertigen Produkt. Und du sagst, immer wieder verfeinert, könnte ich jetzt sagen, aber nein, seit 22 Jahren funktioniert diese Plattform so, wie sie entwickelt wurde, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und wir haben bisher keinen Grund gesehen, das irgendwie zu verändern. Never change a winning team, das gilt für viele Dinge. Horst, hast du Lithium-Technik verbaut in deinem Auto? Nee, ich habe noch die AGM-Batterien drin. Das sind natürlich das ist eine sehr bewährte Batterietechnik. Meine Überlegung war jetzt ganz einfach. Ich glaube, dass sich bei Lithium noch ganz arg viel tut. Schnelle Innovationszyklen, die ganze Automobilindustrie beschäftigt sich mit Lithium. Und irgendwann hat so ein Batteriesatz sein Lebensdauerende erreicht. Und ich habe mir dann gedacht, wenn der nächste Batteriesatz fällig wird, dann wird es wahrscheinlich dann ein Lithium sein. So, ich zeige mal gerade ganz kurz ein kleines Detail. Ihr habt üblicherweise die Batterien angeordnet direkt unter dem Auto. Da sind sie drin. Das kann man sich übrigens in vielen anderen Videos bei uns anschauen. Dort sind die Batterien in diesem Fall Victron Energy, habt ihr eingebaut. Richtig, das sind in diesem Fall eben die Lithium-Batterien von Victron. Das ist eben nach Absprache mit dem Kunden der Fall, wo wir sagen, Mensch, wie will er das Auto nutzen, was hat er für Anforderungen, und dementsprechend legen wir so ein Fahrzeug aus und machen es eben mit Gel-Batterien oder eben wie in diesem Fall hier mit Lithium-Batterien. Ja, so kleine Details. Ich weiß nicht, ob das bei dir bei deinem Artego auch eingebaut ist, die Beleuchtung nach hinten? Nee, die habe ich jetzt bei mir nicht drin.
Das würde aber gehen, wenn du die gewollt hättest? Wenn ich die gewollt hätte, hätte man die einbauen können, klar. Ja, das heißt, also das Fahrzeug wurde on the scratch designt. Wie viel hast du denn damit geliefert zum Innenausbau? Also die Raumidee kommt eigentlich ein Stück weit von uns. Wir wollten mit der Bauweise auf 9 Meter Gesamtlänge ein möglichst großes Maß an Raumökonomie herstellen. Das ist uns mit der Alkovenbauweise gelungen. Und ich wollte eine für Reisemobilverhältnisse große Küche mit viel Arbeitsraum. Und auch das haben wir in unserem Fahrzeug so dargestellt. Ja, schön sind hier, da ist eine Reling oben drauf. Das ist ein durchgehendes Erscheinungsbild, was ich hier habe. Ich habe eine Absenkung in der Mitte. Es geht zweimal hoch jeweils am Ende. Hier im anderen wird es ein bisschen höher dann jeweils. Stehhöhe ist ja das große Thema. Und ihr habt das wunderbar hinbekommen mit diesen, mit der Reling, die natürlich auch noch einen Schutzeffekt hat. Ja, genau. Das ist eine Dachreling, die wir auch eben selber herstellen. Das ist ein Ovalrohrprofil, was dann natürlich selbstverständlich lackiert wird. Und das schließt so ein bisschen die Optik, kaschiert so ein bisschen den abgesenkten Bereich. Aber diesen abgesenkten Bereich nutzen wir eben, um dort zum Beispiel eine Sat-Antenne drauf zu bauen, ohne das Fahrzeug höher zu machen. Denn die Fahrzeughöhe, die wir anstreben dürfen, ist eben bei 4 Meter. Über dem dürfen wir leider nicht bauen. Ja, das macht auch keinen Sinn. Die Klimaanlage, das ist so ein kleines Detail, die kann man nicht hören. Die ist hier unten drunter verbaut. Die Verdampfer sind 2 Stück hier drin? Ja, genau. Das, was du jetzt filmst, ist der Kompressor. Das heißt, wir haben eine Split-Klimaanlage. Kompressor unterm Fahrzeug, das, was du jetzt gerade filmst, Verdampfer im Fahrzeug. Das ist ein System, was wir selber herstellen, um eben eine optimale Kühlung und möglichst leise Kühlung im Fahrzeug zu haben. Und das gelingt uns so mit einem Split-System, was recht aufwendig ist, aber total effektiv ist. So, wir gehen am besten mal rein. Geht mal vor, dann folge ich euch unauffällig. In den anderen Videos könnt ihr eben sehen, da besprechen wir die Aufbautür nochmal extra. Hier gibt es ein extrem belastbares Material. Und auch hier habe ich ein sehr, sehr belastbares Material, was man so kennt, so ein bisschen von diesen Abstreifteppichen, die da sind. Das kann man auch tauschen, aber ich glaube, das kriegt man nicht kaputt, oder? Das ist richtig gut. Nee, das ist eben das Schöne. Das ist diese Sauberlaufzone, die absolut pflegeleicht und robust ist. Und die macht im Eingang einfach Sinn, weil, ja, ich komme da vielleicht doch mal mit dreckigen Schuhen rein und da ist es einfach sinnvoll, so etwas zu nehmen, was man dann auch leicht pflegen und handeln kann. Das fängt an beim Bodenbelag, Feinsteinzeug, nicht irgendeins, also besonders Dünnschicht, sondern ihr habt dort ordentliches Material verbaut. Ist das so? Ja, genau. Es ist handelsüblicher Feinsteinzeug, was ganz normal in der Stärke ist, was über eine spezielle Verlegetechnik hier in so ein Fahrzeug reingebracht werden kann. Und macht einfach einen super Eindruck, eine super Haptik und ist einfach toll. Der Möbelbau, und da hat wahrscheinlich der Kunde den meisten Einfluss drauf, wie auf alles innen. Ich nehme an, man kann alles bestimmen. Das heißt, ich kann die Farbe vom Boden bestimmen, ich kann den Schrank bestimmen. Inwieweit geht ihr denn auf den Kunden ein, wenn der zum Beispiel sagt, ich habe das und das gesehen, ich habe das und das zu Hause und ihr habt das Gefühl, schön, aber ich zeige dir mal was anderes. Macht ihr das schon mal? Ja, also wir gehen zu 100% auf den Kunden ein. Da bedarf es natürlich einer gewissen Beratung. Ich sag mal, wenn der Kunde sagt, ich habe einen speziellen Dampfgarer, den ich zu Hause habe, den möchte ich auch im Wohnmobil dabei haben, weil ich einfach die Bedienung kenne, ich weiß einfach, wie er funktioniert und warum soll ich da auf ein anderes Modell umschwenken. Und ob das einer von Gaggenau ist oder von Miele oder was auch immer, das setzen wir um. Aber ich sag mal, das Interessante ist, dass wir nicht nur den Innenraum, das Innendesign oder technische Ausstattung im Inneren mit dem Kunden absprechen, sondern der Kunde hat auch im Außenbereich die Chance zu sagen, Mensch, nee, 10,60 Meter ist mir zu lang, 10,40 Meter würde mir passen, weil meine Garage 10,50 Meter lang ist, dann wird das Fahrzeug 10,40 Meter gebaut. Und da, wo die Tür hinkommt, auch das bestimmt der Kunde. Und somit lässt er sich wirklich sein Fahrzeug bauen. Ja, die Integration vom Fahrerhaus, du kennst ja das Autohaus. Ja.
Das ist gelungen. Das ist sehr gelungen. Eine harmonische Verbindung, würde ich mal sagen. Wir haben ja hier die Alkovenbauweise, wo man wirklich auch nicht nur die Optik treffen muss, man muss ja auch die mechanischen Eigenschaften vom Fahrhaus mit dem Aufbau gut hinkriegen. Und das machen die Variomobil-Leute hier wirklich einwandfrei. Horst, hattest du das Gefühl, auf gleicher Ebene mit den Leuten bei Variomobil zu sprechen? Ich meine, du bist ja jetzt ja Chefentwickler gewesen für die Fahrzeuge. Ja, haben die Ahnung? Ja, die haben viel Ahnung, die haben viel Ahnung. Was sie auch haben, das möchte ich an der Stelle mal loswerden. Mercedes hat ja schon ein sehr komplexes Produktprogramm und man muss das Auto schon richtig konfigurieren, damit es auch die richtigen Dinge ab Werk mitbringt, um hinterher zum Variomobil veredelt zu werden. Und ich sag mal, das ist jetzt meine Erfahrung, die Leute bei Variomobil kennen das Produktprogramm mindestens so gut wie die Verkäufer bei Mercedes und suchen so auch das richtige Grundfahrzeug raus, damit am Ende der perfekte Variomobil dann rauskommt. Ja, es ist eben so, dass wir natürlich spezielle Fahrgestelle verbauen oder benötigen. Das heißt, das sind auch vielleicht Fahrgestelle, wo der typische Lkw-Verkäufer jetzt nicht ständig mit zu tun hat. Und somit sind wir natürlich da total im Thema und ja, da wissen wir schon Bescheid und in Absprache mit dem Kunden kann man dann eben das ideale Fahrgestell bestellen. Also es ist einfach mal so ein Fahrzeug zu zeigen. Viele sagen ja, zeig mal einfach das Fahrerhaus. Das sind die Originalsitze? Das sind die Originalsitze, die jetzt mit dem Leder bezogen sind, die der Kunde eben haben wollte. Und sind aber sonst die Originalsitze, ja. Genau, auch allein an Sitzen, das habe ich gesehen in der Doku, kannst du ganz, ganz viele bestellen. Also die Auswahl ist schier unmöglich. So, und jetzt kommt ja dieser Look, sage ich jetzt mal, von einem Alkoven. Also wie jemand sagt, hey, Alkoven sind nicht schön. Genau, wenn du mich mal kurz mal durchfilmen lässt und geht am besten mal nach hinten, ganz nach hinten, dann sieht man mal ein klein wenig die Raumtiefe. Das ist ein Apartment und ich habe abgeschlossene Räume mit drin. Ich habe eine unglaubliche Breite. Horst? Ja? Du kannst ruhig wieder kommen. So weit weg wollte ich euch gar nicht haben. Ich wollte nur mal das Raumkonzept zeigen, dass man in dem Alkoven im Vergleich zum Vollintegrierten auf Wunsch, und das ist hier möglich, wenn du mal gerade so lieb bist, Heiko, mach mal die Tür zu. Ja. Dann kann ich mich komplett des Fahrerhauses entledigen. Genau, das ist eben das Schöne, dass ich hier zum einen diese Schiebetür zuschieben kann, um dann eben diesen Fahrhausbereich wegzuhaben. Das heißt, ich fühle mich dann eigentlich fast wie in einem Apartment, weil ich vom Lkw-Fahrhaus gar nichts mehr sehe. Ja? Und das ist natürlich auch aus isoliertechnischen Gründen sehr geschickt, um die Kälte oder im Sommer die Wärme draußen zu halten. Und zusätzlich ist es hier eben so, dass ich den Alkovenboden noch anheben kann. Das heißt, wow. In dem Moment, wo ich nachher hier zum Fahrerplatz gehen möchte, habe ich so einfach wieder Stehhöhe. Ja, du siehst, dieses Wort Stehhöhe, das verfolgt uns ein bisschen hier, weil da stehen wir einfach total drauf, wenn man stehen kann. Ich zeig das mal gerade, so Kleinigkeiten wie die Schrauben, die ihr hier eingelassen habt. Das ist so cool. Das heißt, ich nehme an, dass jeder Mitarbeiter hat so einen eigenen Anspruch, dass er sagt, er will es perfekt machen bei euch. Ja, genau, das ist natürlich ganz wichtig, dass man da Mitarbeiter hat, wo man sich darauf verlassen kann. Und wir haben eben Mitarbeiter, die ja jetzt seit fast 40 Jahren dabei sind, vom ersten Tag an. Und die wissen, was die tun. Und da brauchen wir nicht sagen, Mensch, du musst da drei Schrauben reindrehen oder zwei. Das wissen die und das ist unheimlich wichtig. Ja, Stehhöhe, geh mal gerade einen Schritt zurück, dass wir mal sehen, du bist 1,83 Meter ungefähr. Ja. Mhm. So, und jetzt ist der Einstieg, jetzt muss ich mich gar nicht mehr bücken. Oder klar, jetzt zum Einsteigen schon ein bisschen, aber... Gut, irgendwann zum Sitz hin muss ich mich halt schon runterbücken, aber... Kann ich das einfach oben lassen während der Fahrt? Das ist das Schöne, ich kann das oben lassen. Ich kann zum Beispiel diesen Sitz nachher in Fahrtrichtung drehen, ja. Und dann kann man einfach wunderbar... ob zu dritt oder zu viert, wirklich auch gemeinsam fahren, ohne dass man jetzt getrennt voneinander ist, selbst in einem Alkoven. Okay, das heißt, ich habe also dann wieder mal mehr Raum, kann das öffnen, kann es komplett ausblenden, wenn ich das nicht brauche. Ich könnte auch hier den Hund zum Beispiel hinlegen nachts und mache dann zu und dann schläft er alleine. Also das wäre möglich, so ein Hundekörbchen oder... Mhm. Ja, cool. Also Alkoven war für mich immer so,
Naja, aber jetzt, wenn ich das sehe, dass man ja das mit integrieren kann, wenn jetzt zum Beispiel vorne jetzt das Meer wäre, könnte ich von innen nach außen, wenn ich es offen lasse, noch komplett reingucken. Ja, ja, genau. Das hat jetzt so ein bisschen schon fast einen Charakter vom Teilintegrierten. Krass, oder? Ja, schon krass. Und eben mit dem Vorteil, dass ich es dann doch, ich sag mal, wenn thermische Probleme da sind, sagen kann, okay, ich kann es abtrennen, weil es jetzt eben draußen -30 Grad sind, dann mache ich es halt zu und habe es isoliert. Ja, das Konzept von dir, Horst, war ja, dass du einen Hecksitzbereich hast, wie im Wohnwagen, sage ich mal, früher. Ja. Die Systeme von früher waren nicht schlecht, oder? Nee, die Ideen waren gut. Man kann zu zweit sehr schön da hinten sitzen, essen. Man kann aber auch die Füße auf die Bank legen und gemütlich fernsehen. Also es bietet sehr viel Variabilität. Und man hat auch die drei großzügigen Fenster eigentlich den gleichen Eindruck. Ich sage immer, ich sitze fast wie im Wintergarten und kann auch ein bisschen rausgucken, was sich um mich rum und ums Auto so abspielt. Ja, das ist ja auch der Fall. Wie ist denn hier der Auftritt mit so einem Auto, mit dem Alkoven auf Aktros-Basis, wenn du auf dem Campingplatz fährst? Sowas sieht man ja nicht alle Tage. Nee, das stimmt schon, aber ich sag mal, eigentlich ist es recht durchweg positiv, weil... Nee, das ist schon klar, aber die Leute sind ja unglaublich begeistert, oder? Ja, neuen Actros mit digitalen Spiegeln. Das meine ich, das ist ja schon ein technisches Wunderwerk, was hier dann auf Rädern sich bewegt und also das macht allen einfach unheimlich Spaß. Du hast einen Schlüssel dabei, gell? Ich habe den schon mal hergeholt, genau, weil du ja vielleicht die Zündung sehen möchtest und eben... vielleicht mal ein Kamerabild sehen möchtest. Genau, ich habe nämlich einen Spezialisten hier. Bevor wir das tun, das werden wir ganz am Schluss machen. Mhm. Da werden wir uns nämlich mal hinsetzen, werden das Auto mal, den LKW einfach mal zeigen. So kleine Details. Sind das die gleichen Fenster, die du hast vom Typ her? Ja, das sind die gleichen Fenster. Echtglas, Doppelverglasung, Außenglas, Innenglas. Damit sehr robust, pflegeleicht, keine Kratzer. Was wünscht man sich mehr? Das heißt, dass hier diese, die Schließer und die Beschläge, das ist Metall? Ja, das ist Metall, ja. Hat zwei Rastungen. Zum einen die komplette Schließung und zum anderen eine Lüftungsstellung. Alles sehr solide ausgeführt. Wenn du mal gerade so lieb bist, dass man auf und zu machst, weil das sieht so aus wie ein ganz normales Campingfenster. A, es ist Echtglas und B, es isoliert, es ist ganz anders, oder? Verglast, es ist Echtglas und hat mit dem normalen Caravan-Fenster nichts mehr zu tun. Im Prinzip ist es wie zu Hause auch. Wichtig ist die Schallisolierung. Ist die gut bei dir? Die ist hervorragend, ja. Die Fenster tragen einen großen Teil dazu bei, aber natürlich auch das komplette Fahrzeuggehäuse mit dem dicken Schaum. Ja, das hast du ja auch. Du hast ja diese Raumerhöhung, die wirklich gigantisch ist. Also die in dem Bereich, wo wir hier sind. Heiko, wenn du mal so lieb bist, mach mal alles nochmal runter und zu. Ja. Dass wir das Bett auch nochmal sehen. Dass wir nur mal zeigen, wie ist denn der Übergang gemacht. Der Raum hier. Horst, wie hoch bist du? Wie groß bist du? Ich bin 1,84. 1,84. Großer Mann. Mach mal bitte die Arme hoch, nur dass man mal einen Vergleich hat. Du kommst gerade so nicht dran. Ja. So ist es. Das schafft Luft, oder? Das schafft Luft, Bewegungsfreiraum. Man kann sich im Auto ein bisschen auf den Weg gehen, muss nicht immer nur so eng aneinander vorbeikuscheln. Also das ist schon ein Gefühl von Luxus. Alkoven eben. Also das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und guck dir mal, das ist krass, die Liegefläche hier. Die ist schon riesig. Du bist zufrieden mit der Liegefläche von der Größe her? Also auf jeden Fall. Die ist deutlich länger, als ich es bin. Und man hat Bewegungsspielraum. Man kann nachts angenehm schlafen. Also richtig gut. Also hier ist es ja sogar so, dass wir vorne im vorderen Bereich noch diese Schränke installiert haben. Ja. Kundenwunsch. Das heißt, wenn ich die dort nicht habe, wird die Liegefläche noch mal größer. Also wir haben Fahrzeuge gebaut, wo nachher drei Kinder in der Länge nach hier so schlafen. Leichten Trennung zwischen den einzelnen Betten und auch das ist möglich. Jetzt ist hier in dem Fahrzeug hinten noch ein Bett? Genau, wir haben hinten im Heck noch ein Bett, eben über dieser Smart Garage, die wir vorhin gesehen haben. Und da ist nämlich noch eine Erhöhung, habe ich gesehen. Wenn ihr mal gerade so lieb seid, euch mal hinsetzt. Ich will mal zeigen, das ist nämlich ganz interessant. Du sitzt gerade, das ist jeweils, wo du sitzt, Horst, und wo du gerade eben gesessen hast, das ist ein zulässiger Sitz, wo ich hier in der Fahrt sitzen darf. Genau, Sitz mit Gurtpumpen. Da muss man natürlich auch die notwendigen Vorschriften, was Gurtverankerungskräfte und so weiter angeht, erfüllen. Und so kann man auch dann so viele Passagiere mitnehmen, wie man Gurtplätze im Fahrzeug hat. In dem Fall sind es jetzt 4.
Genau, du sagst es, also es ist also nicht möglich, einfach jetzt zu sagen, ich schraube irgendwo mal die Sitze auf den Boden und dann wird das schon funktionieren. Nein, da müssen diverse Tests gemacht werden, beim TÜV Rheinland in diesem Fall. Da haben wir mehrere Kabinen testen müssen, eben Zugversuche machen müssen, um zu prüfen, um nachzuweisen, dass ja, die Gurtverankerung, die Sitzverankerung am Rahmen eben gegeben ist. Ja, im Saarland gibt es so einen Begriff, der heißt Knauben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, kennt ihr nicht? Ja, sagt mir auch nichts. Also es gibt sogar Nachnamen, die heißen Knauber. Das sind ganz, ich sag mal, nette Menschen. Aber Knauben heißt so ein bisschen hinfuschen. Und, ja. Okay. Ja, das ist ja so. Mhm. Du warst ja mit im Werk bei Vario und du warst auch im Werk bei Mercedes-Benz. Ja. Made in Germany. Made in Germany. Ist das hier Made in Germany? Das ist Made in Germany und es ist genau das Gegenteil von Knauben, nachdem ich jetzt verstanden habe, was es ist. Also Sorgfalt, Qualität, Passion, Begeisterung, Freude an der Arbeit und daraus kommt gute Qualität. Das ist das, was ich erlebt habe. Ja. Präzision, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Unter dem Gesichtspunkt ist der Preis auch mehr als gerechtfertigt, nehme ich an. Der Preis ist gerechtfertigt. Man bekommt seinen Gegenwert, man muss den Gegenwert schätzen und wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man ihn auch schätzen. Ja, das fängt an bei diesem Tisch. Nur, ich will das nur mal zeigen, das Tischbein. Da gibt es eine Historie wahrscheinlich zu diesem Tisch, denn er ist weiß, er ist matt. Der Kunde wollte ihn wahrscheinlich in weiß und matt haben und er wollte wahrscheinlich das Tischbein an der Stelle, wie auch immer, er kann wählen, was er will. Selbstverständlich und er hat auch genau die Größe des Tisches bestimmt. Ja? Das wird natürlich alles eben angepasst und er wollte auch keinen lackierten Tisch haben, sondern diese ist eine Mineralstoffoberfläche, wie die Küchenarbeitsplatte eben auch und somit absolut robust und auch designtechnisch schon toll. Die ist aus dem Vollen, die Platte. Ja, die ist aus dem Vollen, weil das einfach schön ist, was Solides zu haben. Und wir haben ja auch gewichtstechnisch keine Probleme, keine Sorgen. Also das stimmt, können wir das natürlich auch machen. Mein Arktros, ich habe ganz vergessen. Was interessant ist, Hubstützen sind raus hier, die sind draußen? Genau, das Fahrzeug steht auf Hubstützen. Es wackelt nichts. Also ich merke nichts, genau. Also so muss das sein. Ja, hier oben die Klimaanlagenausströmer. Das sind ganz, ganz viele. Es ist wichtig bei Klimaanlagen, das muss gleichmäßig verteilt werden. Auch die sind perfekt eingebaut. Du hast auch das Fahrzeug, hast du dir genau angeschaut? Ja, habe ich mir ganz genau angeschaut. Ich habe ja zwei Klimaanlagen bei mir. Ich habe die Dachklimaanlage im Wohnbereich und ich habe die integrierte Klimaanlage im Schlafbereich. Mhm. Und deshalb kann ich auch vergleichen und ich sage mal, die integrierte, die ist doch nochmal von der Qualität einen deutlichen Ticken besser und auch leiser als die Dachklimaanlage. Ja, das ist eben das Schöne, dass sie wirklich leise ist und die kannst du auch nachts laufen lassen. Bei so einer anderen Klimaanlage ist es dann schwierig, weil die Kompressoreinheit halt in Kopfnähe ist. Ich habe natürlich eine Aufbauklimaanlage von Dometic. Die neue ist viel leiser geworden, muss man sagen. Mhm. Also der 2020er, ich überlege, ob ich sie austausche, weil sie springt an, sie macht Klack, das ganze halbe Auto wackelt. Das ist das, was man kennt aus dem Campingbereich. Ja. Ich glaube, mit dem Anspruch, sowas kann man hier nicht verbauen, oder? Nein, das wollen wir hier nicht verbauen. Und ich sag mal, das kann man bei so einem Fahrzeug in der Preiskategorie auch nicht anbieten. Das möchten wir keinem Kunden zumuten. Sie kühlt gut, das kann ich sagen. Also zumindest mal erfüllt sie die Leistung. So Kleinigkeiten, hier wahrscheinlich bei diesem Schränkchen gibt es eine kleine Geschichte. Weil der Platz ist ja nun mal da, den hätte man ja auch weglassen können. Naja, das ist halt so eine kleine Möglichkeit, nochmal ein Glas abzustellen. Ist noch ein kleines Fächlein drin, wo man das ein oder andere unterbringen kann. Fernbedienung, eine Flasche. Und zusätzlich gäbe es jetzt noch die Möglichkeit, dort noch eine Tischplatte noch weiter auszuklappen. Aber das wollte der Kunde nicht, ihm reicht es so. Steckdosen, lieber Horst. Ja, ich habe in meinem Auto zu wenig Steckdosen, ja. Obwohl ich schon viele habe. Man kann gar nicht genug haben, oder? Steckdosen kann man nie genug haben. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt der Planung. Später die Steckdosen reinzufummeln ist Arbeit, kann man auch noch machen, aber besser man berücksichtigt es bei der Planung. Man kann nie genug haben und man sollte heute für die
für die Smart-Geräte natürlich auch die USB-Steckdosen nicht vergessen und die auch gleich vor sein im Fahrzeug. Gut, mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter. Wir machen kabelloses Laden, Wireless Charging. Heißt, ich habe die Möglichkeit, in so einer Oberfläche hier unsichtbar so ein System einzulassen. Das heißt, ich lege mein Smartphone einfach nur noch auf und dann wird es geladen. Ja, unsichtbar, das habt ihr auch gemacht. Also ich würde, wenn ich Fernseh gucken wollte, würde ich hier sitzen. Aber es gibt leider keinen Fernseher. Und es gibt immer mehr Kunden, die möchten keinen Fernseher mehr? Nein, eigentlich hat jedes Fahrzeug bei uns einen Fernseher. Auch dieses Fahrzeug hat einen Fernseher. Ich hab's schon gesehen. Du hast es noch nicht gesehen, oder? Doch, ich hab's eben gesehen. Der befindet sich hier. Da war nämlich gerade eben war da so ein kleiner Schlitz und ich habe schon vermutet, dass er genau hier ist. Genau, der lässt sich eben hier elektrisch dann hochfahren mit der Fernbedienung. Und ja, die Kunden sitzen gerne hier auf den Einzelsitzen und haben dann natürlich auch das perfekte Blickfeld hier und auch eben nach Kundenwunsch entstanden. Ja, toll finde ich. Die Haptik, also das Anfassen des Leders, ist wirklich sehr hochwertig. Es riecht gut, also es riecht wie im Möbelhaus und zwar am hochwertigen. Das ist auch, du kommst hier rein, du fühlst dich wie in der Wohnung. Es riecht nicht wie im Wohnmobil. Und Leder darf nicht kalt sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wenn man die richtige Oberflächenqualität wählt, dann kann man auch das so sicherstellen. Richtig, ja. Schönes Leder. Ja, könnte so irgendwie von Rolf Benz sein, so auch von dem Stil her. Das ist sehr modern, das Leder, trotzdem sehr... Ich sag mal, sehr, sehr warm. Also es ist so dieses, weißt du, dieses Braun, wenn du das jetzt alleine machen würdest, ohne das Weiß, in der Farbkombination, dann wird es ja schon wieder alt aussehen. Ja, aber es sieht überhaupt nicht alt aus. Das ist eben genau der Trick, dass man Farben kombiniert, wo man vielleicht von der Einzelfarbe gar nicht vermutet, oh, will ich das haben, will ich das nicht haben. Aber wie man hier sieht, amerikanischer Nussbaum, so ist der Korpus hier gefertigt. Und die Klappen und Türen eben dann in dem Schleiflack weiß, finde ich eine super Kombination. Und in dieser Kombination sieht es eben super schick aus. Ja? Und wenn man das jetzt komplett nur in Nussbaum gemacht hätte, ja, dann hätte es vielleicht ein bisschen sehr gedrückt, weil es dann vielleicht doch zu dunkel gewesen wäre. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann zeige ich euch beide mal vom Raumgefühl her. Fahrzeuglänge? 10,60 Meter. 10,60 Meter, das ist schon gehobenes Maß, aber keine 12 Meter. Ich denke, so ein Meter länger oder kürzer, das macht es am Schluss dann aus, ob ich überhaupt noch einen Stellplatz kriege. Aber mit 10,60 Meter bist du schon anspruchsvoll. Also 8 Meter war ich schon da musst du dich schon anmelden. So, bei einer Höhe von 4 Metern stellen sich schon an den Rand. Ja, das ist so, weil die Argumentation ist, oft, da können die anderen Camper nicht mehr drüber gucken. Wie ist es dir denn ergangen? Ich meine, dein Fahrzeug ist wie hoch? So, mein Fahrzeug ist 3,96 hoch. wenn man ein bisschen Abstand voneinander hat und man wählt ja die Plätze mit den größeren Parzellen, dann nimmt man auch dem Nachbarn nicht unbedingt die Sonne weg, auch mit dem großen Fahrzeug. Aber es ist in der Tat so, ich bewege mich mit meinen 9 Metern halt in der ausgewiesenen Kategorie der Plätze, die für größere 8 Meter Fahrzeuge geeignet sind. Da habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Mhm. Es gibt genügend Auswahl. Man kann sich im Internet sehr gut informieren über die Eigenschaften der Stellplätze. Und ich habe immer was gefunden, wo ich mein Fahrzeug dann gar kein Problem, gell? Konnte. Ja. Genau, es gibt ja auch viele Stellplätze, also gerade in der Mosel, die sich für große Fahrzeuge prädestinieren. Sogar mit Anhänger kann ich einen Anhänger dran lassen. Das ist so, wie hast du die Infrastruktur kennengelernt? Jetzt in einem Jahr tut sich andauernd was Stellplätze angeht. Es tut sich was, es entstehen neue Stellplätze. Die Leute, die Stellplätze einrichten, werden gut beraten, dass man auch für größere Fahrzeuge sich einrichtet, dass man Wendekreise, Abbiegeverhältnisse berücksichtigt, die Situation an der Entsorgung großzügig macht. Also ich würde schon sagen, man stellt sich auf größere Fahrzeuge ein, neue Plätze werden großzügiger angelegt als alte. Und es gibt sogar auch in den Magazinen, im Internet auch immer mehr Kanäle, die speziell für solche Fahrzeuge dann auch schreiben. Landjachting zum Beispiel, die dann ganz gezielt Plätze, Regionen beschreiben, wo man sich mit so großen Fahrzeugen auch elegant bewegen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass also die Leute auch die Angst vor so einem Fahrzeug verlieren. Also da, ich sag mal, auch wenn jetzt jemand den C-Führerschein nachmacht, der ist ja nun mal notwendig und du hast es eben angesprochen, Gesundheitsprüfung ist ja Pflicht jetzt mittlerweile auch im Privatverkehr, ja. Beim C1E nicht, also da weiß ich es definitiv, weil ich bin ja 52, da steht es ausdrücklich im Gesetz drin, keine Gesundheitsprüfung, aber es würde vielleicht Sinn machen bei dem einen oder anderen,
Wie gehst du damit um? Darf ich ja fragen, wie alt du bist? Ich bin 61 jetzt. Du bist 61, ja. Und du hast ja noch vor, wahrscheinlich noch mindestens mal so viel zu leben. Genau. Und dann ist natürlich so die Sache C-Führerschein, C1E. Ist das gut gelöst in Europa? Ich muss kurz, der C1E ist der welcher? C1E ist der bis 7,5 Tonnen mit Anhänger. Ah, okay. Der alte B. Der alte Klasse 3. Ja. Sicher nicht ganz einfach, denn die Leute werden nicht fitter im Alter und nicht jeder kann seine Fähigkeiten selbst einschätzen. Ich bewundere die Leute, die freiwillig ihren Führerschein zurückgeben. Die, die es nicht machen, können zur Gefahr für die Allgemeinheit werden. Also die Tests sind schon sinnvoll. Also in Frankreich gehst du, glaube ich, für den C gehst du alle 2 Jahre oder jedes Jahr sogar zur Gesundheitsprüfung. Das ist in Deutschland ist noch milde. Ja. Und für den Lkw-Führerschein dann alle 5 Jahre. Und für mich steht dann die Hürde in 5 Jahren wieder an, in 4 Jahren, wenn ich 65 werde. Ja, du fährst viel E-Bike. E-Bikes sind schön. Ja, E-Bikes sind schön. Die halten mich ja ein bisschen fit. Ich möchte ja nochmal 5 Jahre dranhängen können. Ja. Prima. So, dann gehen wir mal durch. Der Korpus, beziehungsweise hier ist natürlich die Schränke außen sind in weiß. Das ist das Besondere vielleicht bei Variomobil oder das Markenzeichen. Ihr habt eine sehr, sehr durchgehende Front bei den Möbeln, die gar nicht wirkt, als wären Möbel da. Ja, genau, so soll es eigentlich sein. Wir nennen das schlichte Eleganz. Das heißt, wir wollen natürlich irgendwo Hängeschränke haben, damit der Kunde auch ein bisschen was verstauen kann. Ja. Aber wie du siehst, haben wir hier keine Verriegelung irgendwie aufgesetzt, die dann hier irgendwie störend wirken, sondern wir wollen das einfach schön sauber schlicht durchziehen. Und ich sag mal, so hast du einfach eine super Optik, die ja recht zeitlos ist und wo man auch in 10 Jahren noch sagen wird, Mensch, das gefällt uns. Ich zeig mal so ein kleines Detail, die Integration der Alarmanlage. Das ist so perfekt, wenn du mal gerade den Schrank da aufmachst, ich will mal sehen, wie es von innen ist. Wie du das gelöst hast. Ah, Doppelboden. Selbstverständlich, weil du siehst, hier sind Strahler eingelassen und hier wird natürlich ein Doppelboden aufgesetzt, sodass die Kabelverlegung darunter passieren kann. Das sieht ja unschön aus, wenn da im Schrank dann irgendwelche Kabel durchgucken oder so. Das wollen wir natürlich auch hinter den Kulissen wirklich schön lösen. Die Kabelkanäle, das ist auch ordentlich hier ausgespart. Ich guck mal gerade. Ah, da guckt auch schon einer, also, ich sag mal, ich habe eben die Aussparung gesehen, die ist 100% rechtwinklig. Ja, so bemühen wir uns und so ein Kabelkanal hat einfach den Vorteil, dass ich auch, wir haben vorhin mal über Steckdosen gesprochen. Ja, klar ist es in der Nachrüstung nicht ganz so easy, wie wenn ich es von vornherein mit einplane, aber dieser Kabelkanal, der geht von vorne wirklich bis hinten durch und so habe ich auch nachträglich immer wieder die Chance, irgendwelche Leitungen nachzuziehen für USB oder auch für 230 Volt Steckdosen. Ja, das Thema Energieversorgung ist ja Thema, da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Also ich kann ja gehen auf Gas, ich kann eine Dieselheizung einbauen, ich kann Strom machen, ich kann hier Lithium, hier ist jede Menge Lithium, habe ich gesehen, verbaut. Mhm. Was ist das für ein Ofen? Also wir haben hier einen Hybridkocher. Das heißt, der Kunde hat einmal die Chance, hier rechts auf Induktion mit 230 Volt zu kochen und eben links daneben ganz normal auf Gas zu kochen. Das heißt, der Kunde hat einfach die Chance zu sagen, vielleicht habe ich im Moment nicht so viel Gas, ich möchte heute lieber elektrisch kochen. Andersrum ist es eben so, ach, meine Batterien sind vielleicht nicht mehr ganz so voll, aber Gas habe ich ausreichend da. Also geht er auf die linken, auf die Gaskocher. Zumal es sehr schnell geht. Gerade jetzt irgendwas heiß machen, Wasser heiß machen, Induktion ist, glaube ich, Sache von 1-2 Minuten. Mach mal da bitte auf. Ist das Fahrzeug schon in Betrieb? Ist es übergeben schon? Ja, das Fahrzeug ist schon übergeben und ist seit Anfang des Jahres in der Benutzung. Sag mal, wie kriegt ihr das hin, dass ihr zu einer Messe so ein Fahrzeug kriegt und das sieht aus wie neu? Habt ihr da spezielle Aufbereiter? Das heißt, der Kunde, der zahlt euch aber kein Geld dafür, dass ihr das abstellt und anschließend wie neu zurückkriegt? Nein, das... Also in der Regel kommen die Autos so zu uns zurück und ich könnte dir derzeit ein Fahrzeug zeigen, was bei uns in der Ausstellung steht, was 20 Jahre alt ist. Na klar ist es von der Optik her vielleicht nicht ganz aktuell, nach neuestem Stand, nicht aktuell, aber Technik, wenn du das anschaust, sowohl vom Lack als auch vom Möbelbau her, dann sagst du, okay, da braucht nichts aufbereitet werden, der ist einfach original so. Ich meine jetzt auch sauber. Also wenn ich da jetzt reingucke, ihr habt die komplett wahrscheinlich durch einen Aufbereiter gejagt. Ja, ich meine, ihr sind ja hier in der Ausstellung. Oder sind die Eigner so, dass die
Sind die alle so ordentlich? Ja, muss ich wirklich so sagen. Also in der Regel sehen die Autos schon noch so aus. Und ich sag mal, gerade nach einem halben Jahr wäre es ja schade, wenn da schon die ersten Abnutzungsspuren oder ja, sogar Dreck irgendwo zu finden wäre. Das wäre ja nicht so schön. Ja gut, das könnte ja hier im Ausguss, könnte ja mal ein Kaffeefleck sein. Das ist ja so. Aber das habt ihr sauber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir es sauber gemacht haben oder ob es Fahrzeug so sauber war. Der Eigner hat es so übergeben. So, ich habe dreimal dir den. So schön ist hier, so ein bisschen wie im Flugzeug, habe was vorgebaut. Das heißt also, dass die Optik hier, wenn ich so gucke, das ist clean und gerade. Ja, genau. Das war eben auch Wunsch des Kunden zu sagen: Mensch, ich möchte meine Rollos nicht sehen, denn wir haben ja vor jedem Fenster, ich sag mal, zum einen eine Verdunklung und zum anderen eben das Moskitonetz. Und somit habe ich eben diese Führung rechts und links verdeckt und fügt sich, meine ich, gut ein in diese Gesamtoptik, in diese schlichte Gesamtoptik. Ja. Der Preis nochmal, wie war das Fahrzeug ungefähr hier? Ja, etwas über 800.000 Euro. Ein wesentliches Element sind die Bedienelemente, ja. Und dort, das ist so ziemlich bei fast jedem Wohnmobil gleich, so über dem Eingang, wo man es auch erwartet, da sind viele Bedienelemente. Aber ihr habt ein Hauptbedienelement direkt drunter montiert. Victron Energy, ja, das ist das Farbdisplay von Victron Energy, was viele schon kennen, die das System haben, das allerneueste. Richtig, ist das Color Control von Victron, wo man hier ganz gut sehen kann, wie simpel das dem Nutzer dargestellt wird, was gerade passiert. Ja. Und da wir natürlich Kunden haben, die nicht unbedingt immer jetzt Elektrotechnik studiert haben oder so etwas, ist es wichtig, sowas simpel darzustellen und sodass man es eben auch als Laie, sage ich mal, gut bedienen kann. Mhm. Hier oben sehe ich dann noch Einzelgeräte. Das heißt, im Grunde genommen laufen hier alle Steuergeräte von Victron nochmal zusätzlich auf. Also das stellt das ganze Bussystem dar, alle Geräte, die da sind. Oder wie läuft das? Naja, ein Bussystem haben wir hier noch nicht. Okay. Wir haben in dem 12 Meter, den wir auch schon gefilmt haben, haben wir das neue Bussystem gesehen, wo wir eben diese Komponenten zusammenführen wollen. Mhm. Ja. Wobei man sagen muss, dass nicht jeder Kunde jetzt so scharf darauf ist, so ein zusammengeführtes System zu haben. Auch ist es schön, einfach einen mechanischen Schalter zu haben, die Komponenten getrennt zu haben. Und hier ist es eben so, das, was unterm Schrank ist, was wir hier unten finden, das ist das, was der Kunde am häufigsten braucht, ständig braucht. Und das, was hier oben im Schrank ist, das kann ich eigentlich abdecken und da brauche ich eigentlich nur selten dran. Deswegen ist es hier auch schön hinter der Blende versteckt. Ja, schön ist auch hier oben, ihr habt gesorgt für Abluft. Passiv, das ist gut. Also Kleinigkeiten, die mir auffallen. Ja, das Display, ich habe ja einen Volkswagen T6, das hat noch genauso ein schwarz-weiß Display. Ihr seid gerade an einem neuen Display dran oder kann ich auf Wunsch immer das haben? Nein, das wird es irgendwann nicht mehr geben, das wird irgendwann auslaufen. Schade. Wird natürlich eine Übergangszeit geben, wo auch das noch verfügbar ist. Es ist einfach so, dass die Optik ist vielleicht ein bisschen analoger, ein bisschen altbacksch, sage ich mal, aber es funktioniert einfach einwandfrei. Und wie gesagt, es gibt immer wieder Kunden, die einfach sagen, Mensch, mir reicht das. Ich möchte nicht mit meinem Smartphone irgendwelche Tankgrößen abfragen oder irgendwelche Klimaanlagen einschalten. Das ist so okay für mich und ich kann das auch nachvollziehen, weil das Wichtigste ist, dass es funktioniert. Und das ist eben hier auch der Fall. Und die allerwichtigsten Funktionen finde ich ja hier. Ich schalte ein und aus. Ich verschaffe mir einen Überblick über die Situation in meinen Behältern. Das ist dein Display, was du und auch hast. Ich habe das gleiche und ich bediene die Heizung. Und genau. Das sind eigentlich die wichtigsten Funktionen, die ich mit diesem Display täglich dann auch ausübe. Das ist eben das. Du hast mit dem neuen Display vielleicht eine andere Optik, aber nicht unbedingt eine andere Funktion. Ja. Ja, du hast keine mechanischen Schalter mehr, wie wir es hier sehen. Du hast dann auf dem Touchscreen eben die Funktion der Schalter, aber am Ende die Funktion ist die gleiche. Ja. Ich bin ja bei der Truma, ja, da gibt es ja zwei Displays. Es gibt ein digitales und ein analoges zum Drehen. Ich bin voll der Analog-Fan, ja. Du kannst einmal die Heiztemperatur vom Wasser einstellen und einmal die Temperatur von der Heizung. Ende. Ja. Und anmachen. Ja, fertig. Gibt es viele, die wollen nur das. Und das andere Display, ich stand da drin, ich hatte einen Kastenwagen geliehen, bis ich das Display mal drin hatte. Und ich bin ja auch Datenverarbeitungskaufmann. Also ich konnte ein Handbuch lesen, ich habe es nicht hinbekommen. Ja. Ich zeige mal gerade, das ist auch eine schöne Sache. Auch das Gerät hat der Kunde selbst gewählt?
Ja, genau, das ist auch in Absprache mit dem Kunden eben installiert worden. Eine Miele-Mikrowelle mit Backofenfunktion. 230 Volt? 230 Volt, genau, bei Lithiumbatterien kein Problem. Und so kann ich hier mal eben auch meine Pizza machen oder meine Pizza aufbacken. Und wenn ich unbedingt will, auch einen Kuchen. Genau. Das ist aber jetzt nichts Spezielles für ein Wohnmobil. Das ist Haushaltstechnik. Das ist totale Haushaltstechnik, ganz normal gekauft. Und da weiß man eben, dass das funktioniert. Das ist keine Caravan-Technik. Horst, komm mal kurz rein. Ja. Du bist jetzt mal mein Testimonial. Ist die Dusche gut gemacht? Die Dusche ist gut gemacht. Wenn ich es richtig sehe, habe ich so ziemlich die gleiche. Ganz wichtig ist hier dieser Verschluss, der ganz satt sitzt, damit sich hier auch beim Fahren nichts bewegt. Ihr sagt ja immer so schön, es muss alles so gebaut sein, dass es im permanenten Erdbebengebiet, und das ist die Situation während der Fahrt, auch wirklich sicher funktioniert. Es kann ja mal auch ein bisschen rauer zugehen. Ja. Ich meine, du hast ja Luftfederung, aber auch die ist irgendwann am Ende, oder? Ja, und Schlaglöcher durchfährt man auch mal, wenn sie groß genug sind, dann rumpelt es dann schon ein bisschen. Ja, das heißt also, ist aber schön gemacht. Das heißt, ist der Druck okay von der Pumpe, die du hast? Ich denke, also der Druck ist okay. Die Dusche kann man ja auch selber ein bisschen steuern, wie weit man aufdreht. Man sucht sich immer den richtigen Kompromiss zwischen Menge an Wasser, die rauskommt, und gleichzeitig Verbrauch, weil man will mit dem Wasservorrat, den man an Bord hat, ja auch eine gewisse Zeit auskommen. Also man hat alle Möglichkeiten, man kann volle Kanne duschen, lange. Man kann aber auch sparsam sein, wenn man mit seinem Wasservorrat ein bisschen haushalten möchte. Ja, toll ist natürlich hier der Spiegel. Ich glaube, einen größeren Spiegel kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, zumal da wahrscheinlich was dahinter ist, oder? Ja klar, der Kunde möchte natürlich auch hier irgendwie seine Utensilien unterbringen können. Und was mir auffällt, man muss nie drücken, man zieht immer nur bei euch. Ja, finden wir ganz schön, weil das einfach von der Handhabung her eine schöne Geschichte ist, ja. Und du siehst jetzt zum Beispiel hier eine Verkleidung, da befindet sich der Fernseher, der nachher schlafraumseitig hier flächenbündig in der Wand integriert ist. Wie süß! Ihr habt das mit Filz außen ausgeschlagen, die Schrauben sind perfekt. Hier hast du sogar den Slot, wo du nachher an deine CI-Karte rankommst, also wirklich an alles gedacht. Und nicht nur für die Damen der Schöpfung wichtig, auch für den einen oder anderen Herrn, dass man sich im Spiegel schon wie zu Hause im Profil und auch mal von hinten anschaut. Und von der Seite, falls man irgendwelche Haare vergessen hat, die man abrasiert hat. Ja, das kenne ich nämlich. Die denn, wo denn anschließend meine Mutter kommt und sagt, man kann dich ja nicht aus dem Haus lassen, Junge. Das Waschbecken, Reinigung. Hast du auch so ein Waschbecken? Ich habe das gleiche, Korean-Oberfläche, schön geformt, wirklich pflegeleicht. Pflegeleicht, gell? Mal Trockenwischen, alles sauber, fertig. Wir hatten das letzte Mal das Thema Rasieren und Haare in Dingsbums drin. Da gibt es ja Waschbecken, die kriegst du nicht raus, die Haare, ja? Keine Ecken, keine Kanten, abspülen und fertig, ja. So Kleinigkeiten, weil das da sieht nicht so aus, das kannst du es eben mal auswechseln. Ja, die Mischbatterien, Hans Grohe, es geht kaum besser. Ja, der Name spricht für sich. Ja. Passt zu Mercedes-Benz? Passt zu Mercedes und zu Vario. Sehr schön. Auch innen. Mach mal auf bitte dort, Heiko. Die Leute immer, muss der jeden Schrank? Ja, muss er. Denn das Thema hängende Schränke ist natürlich im Bad ganz wichtig, denn hier komme ich direkt ran an die Sachen, die ich auch brauche. Ja genau, aber auch das wird eben mit dem Kunden abgestimmt. Will ich hier einen Wäscheschrank haben, um Handtücher zu lagern, oder will ich einen Hängeschrank haben, wo ein Schrank ist? Das ist eben das Schöne, dass der Kunde da sagen kann, wie möchte ich es haben. Ja? Und darüber siehst du jetzt zum Beispiel auch wieder Ausströme der Klimaanlage. Ja? Das heißt, auch das Bad ist hier klimatisiert und wird eben runtergekühlt. Was ganz wichtig ist, ja, Wärme im Bad, das ist hier gegeben. Ihr habt einen extra Konvektor hier montiert, der ist aber sehr dezent versteckt, wie zu Hause quasi. Das ist das ist eine Warmwasserheizung, die eingebaut ist. Fußboden? Genau, wir haben hier eine alte Warmwasserheizung, die 3020. Die langt hier fürs Auto? Die langt für so ein Fahrzeug völlig aus, ja. Bei 10,60 Meter mit einem Slide-Out ist das gar kein Problem. Und wir machen eben hier die Wärme über den Konvektor, den du jetzt gerade so schön zeigst, und eben eine Fußbodenheizung im gesamten Fahrzeug. Und hinter uns befindet sich so ein Handtuchheizkörper. Ich zeig dir mal. Das ist übrigens auch bei günstigeren Wohnmobilen. Die Leute gucken immer, ist ja der Handtuchheizkörper drin? Denn das ist irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Luxuselement, was keinem fehlt, aber auch sehr praktisch.
Ja, ist einfach schön, wenn du, ich sag mal, dein Handtuch vorwärmen kannst, aus der Dusche kommst und dann das leicht vorgewärmte Handtuch zu dir nimmst, und eben, nach dem Abtrocknen aufhängen kannst, damit es, möglichst schnell Trocknet. trocknet. Kleines Detail. Ich vermute mal, das ist diese Toilette, die du mir gestern schon gezeigt hast. Ihr habt die Toilette genau über dem Schwarzwassertank montiert. Besser Genau. geht's nicht. Warum? Ja, du weißt, ich stehe da drauf, weil das einfach ein schönes System ist, was super simpel ist und eben nicht anfällig ist. Ja, ich habe keinen Impeller, der irgendwo sich zusetzen kann. Wahrscheinlich am besten noch am ersten Weihnachtstag, wo ich keinen Installateur erwische, sondern wo ich Sag dann mal, Sieb, selber mach ran mal muss. kurz auf, dass wir mal reingucken. Also hier sitzt der Schwarzwassertank direkt darunter. Genau, hier sitzt der Schwarzwassertank direkt darunter. Wenn ich den Schieber hier öffne mit dem Fuß, dann gucke ich direkt auf den Tankboden. Und normalerweise, wenn die Wasserpumpe jetzt an ist, würde sich jetzt hier ein Wasserspiegel draufstellen. Das heißt, der bildet den Geruchsverschluss. Und das ist einfach ein super simples System, wo sich nichts zusetzen kann. Hast du dasselbe Ich System? habe das Gleiche, ja. Bin sehr zufrieden Riecht damit. das irgendwie, wenn... Überhaupt nicht. Wasser ist geruchsfest, da kann nichts durch. Die Ja. Kugel und Wasser sind eine perfekte Dichtung. Ja gut, der Trick dabei ist eben, nachher so einen Tank richtig zu entlüften. Das heißt, in dem Moment, wo ich nachher meine Fäkalien runterspüle, wie ich es jetzt, ich sag mal, darstelle, könnten schon Gerüche hochkommen, tun sie aber nicht, weil ich eben durch die Fäkalien, die runterspülen, einen Unterdruck ziehe. Und dieser Unterdruck, beziehungsweise wird dann zum Überdruck im Tank und der muss dann irgendwo weg. Und wenn ich das richtig konstruiere, dann funktioniert das einwandfrei. Das wäre aber nicht so, wenn ich es einfach offen stehen lassen würde. Irgendwann käme es dann hoch. Ja, genau, klar. Wenn ich das jetzt hier eine Viertelstunde so offen halte, dann würde irgendwann da Gerüche hochsteigen. Aber das ist ja nicht der Fall eigentlich. Nee, ich wollte nur kurz verstehen, da ist jetzt kein System dazwischen, was das abdichtet, sondern das ist im Prinzip ein Siphon, was oben drauf steht. Durch das Wasser habe ich eine Geruchsentkopplung und ja, cool. Und man riecht nichts. Nee, und die simpelste Technik mit der besten Wirkung, würde ich jetzt Ja, mal ja, ja. sagen. Ja. Okay, das heißt, da ist jetzt kein Zerhacker dabei. Nee, nee, also keine zusätzliche Technik, Nee. reine Physik. Sag Ja, mal, war. ganz kurze Frage, Horst. Deine Frau, die war schon immer Camperin. Du hast mir erzählt, ihr habt euch gemeinschaftlich dazu entschlossen zum Campen, unabhängig voneinander. Ja. War das so, ihr seid abends nach Hause gekommen und habt gesagt, du Horst und du. Nee, nee, war ein Jahreswechsel vor 3 Jahren. Wir hatten Pause von der Arbeit, wir waren gemütlich zu Hause über die Feiertage. Und wir haben immer schon, und da haben wir angefangen zu überlegen, wir haben ja vorgehabt, beide wechseln zu arbeiten. Und dann haben wir überlegt, was könnten wir mal machen? Und zwar mal Abend miteinander verbracht, was könnten wir mal machen, wenn wir nicht mehr arbeiten? Und so, meine Frau kam auf das Thema Wohnmobil, ich kam auf das Thema Wohnmobil. Wir hatten keine Erfahrung. In Stuttgart waren wir. Da sind wir dann hingegangen und da haben wir uns zum ersten Mal schlau gemacht. Große Welt der Reisemobile, was es alles an Varianten, Typen, Hersteller gibt, mal begonnen einzuarbeiten. So hat es angefangen. Cool. Was war denn so das schönste Reiseziel, was ihr bisher angefahren habt? Also schön war das Überwintern in Spanien. Wo wart ihr? Wir waren eigentlich in ganz Spanien, die ganze Mittelmeerküste sind wir runtergefahren, bis kurz vor Gibraltar und dann auch wieder zurück und sind immer wieder an solchen Orten stehen geblieben, wo es uns gefallen hat. Auf Plätzen wart ihr da? Auf Reisemobilstellplätzen, Okay. ja. Und es war einfach schön, mal dem Winter zu entfliehen für längere Zeit und praktisch täglich Sonnenschein und Temperaturen um 20 Grad zu erleben im Januar und im Februar. Und das schönste Reiseziel hier in Europa, also aus dieser Saison, war für mich die dänische Nordseeküste. Da waren wir dieses Jahr auch schon. Ich finde es wunderbar, in Dänemark an der Nordseeküste auf der einen Seite diese riesengroßen Dünenplätze zu haben, wo es keine Parzellierung gibt, wo man sich dorthin stellt, wo Platz ist. Darf man. Das darf man dort, ja. Und dann auch noch die schon etwas raue, aber sehr authentische Nordsee dann live zu erleben. Und deine Frau, ist sie jetzt Camperin auch? Liebt sie es? Also die ist nicht nur Camperin, sie hat auch ein bisschen einen Geschmack am LKW gefunden. Meine Frau hat ja keinen LKW-Führerschein und sie hat am Anfang immer gesagt, das macht sie auch nicht und sie würde nie so ein großes Auto bewegen. Ja. Aber jetzt, wo er da ist, unser Wagen, spielt sie schon mit dem Gedanken und ich glaube, dass sie sich vielleicht so um den Jahreswechsel vielleicht noch hinsetzt und auch noch den LKW-Führerschein. Den C. Ne, den CE dann Ja, sogar. den wir brauchen, um Ja, dauernd genau. zu fahren. So, ich zeige mal ein kleines Detail, wenn den Horst jetzt mal ausschließen. Denn auch dieses Apartment hat Türen.
Die sind aber so genial eingefasst. Die ist jetzt zu, ich kann sie abschließen. Ihr habt einen richtigen Riegel dahinter. Genau. So. Horst? Ja. Gut, die ist jetzt, ich sag mal, ich höre den Horst noch einigermaßen. Aber es gibt eine zweite Tür, wenn ich die zumache. Das machen wir jetzt mal. Warte mal, wenn die mal gerade zulässt. Horst, ich schrei mal gleich und du schreist mal so laut wie es gleich, okay? Horst? Okay, alles klar. Du hast nichts gehört. Okay. So das soll es sein, ja? Also wirklich, ich habe es ganz leise habe ich dich gehört. Ich dich auch. Ja, es ist leise. Ich habe ziemlich geschrien, muss ich sagen. Und du, also das ist natürlich toll. Ich kann mir komplett aus dem Weg gehen, wenn ich will. Ja, und das denke ich auch wichtig, wenn man so ein Auto nutzt, dass man mal 3-4 ein Stück unterwegs ist. Da will man sich auch ein bisschen zurückziehen können, seine Privatsphäre haben. Und das kann man dann beim Auto eines solchen Zustands. Ja gut, das sind natürlich auch Erfahrungen, die wir immer wieder sammeln. Sven, du weißt, wir bauen auch gewerbliche Fahrzeuge. Das heißt, da ist schon mal Büro an Büro. Ja? Und da muss es natürlich auch so sein, dass die Büros zueinander akustisch getrennt sind. Ja? Ihr baut Bankenfahrzeuge? Ja, mobile Banken oder Untersuchungsfahrzeuge. Diskretion ein großes Thema. Diskretion ein großes Thema. Und daher kommt natürlich auch dann eben das Wissen, wie man so ein Fahrzeug irgendwie akustisch in den Griff bekommt. So, ich bin 1,83 Meter, ich kann drin stehen. Ich zeig's mal gerade, das ist krass, in einem Alkoven, da ist ein Auto drunter. Genau, hier ist jetzt die Garage für ein Smart gemacht. Und im Prinzip stehst du jetzt gerade neben dem Smart, ja, und auf den E-Bikes. Cool, komm mal rein. Ich zeig mal gerade das Bett. Auch das konnte der Eigner komplett bestimmen. Ja genau, du siehst hier hinten, da ist eine etwas breitere Ablage gebaut worden. Das wollte der Kunde ebenso. Man hätte auch die Matratze weiter durchziehen können. Nein, aber das haben die so gewählt, eben auch mit den Schränken hier hinten. Ja, in diesem Fall hier ein bisschen was zum Hinlegen, oben was zum Hängen. All diese Dinge bespricht man mit dem Kunden und ja. Wenn der Kunde Also das Schlimme ist, Horst, man darf sich die Autos nicht nacheinander angucken, ja. Dein Auto, ganz anderes Flair, ganz andere Optik innen, ganz andere Raumaufteilung. Das hier ist auch nicht schlecht, oder? Das ist auch nicht schlecht und wichtig finde ich immer beim Bett, es muss lang genug sein, dass die Füße gut untergebracht sind. Es muss breit genug sein, dass man ein bisschen Bewegungsspielraum hat. Und ich habe gerne die ganz großen Decken, 155 auf 220 und die sollen halt auch noch irgendwo bequem dann unterkommen. Mhm. Schön ist auch hier das Velour, was du hast. Das habe ich hier mit meinem Auto drin. Das schafft eine unglaublich tolle Akustik und Raumklima, oder? Also natürlich helle Farben machen den Raum immer angenehm groß. Und die dämpfenden Eigenschaften sorgen halt dafür, dass man hier wirklich auch eine angenehme Akustik hat, dass man nicht halt. Es ist unglaublich heimelig. Und dazu so. Sieht das immer noch so aus wie am ersten Tag, wenn da mal irgendwie ein Fleck dran ist, dann kann man super easy reinigen. Das Soundsystem, wie habt ihr das untergebracht? Ist da eins dabei oder sind das die Serienlautsprecher? Ne, das sind jetzt in diesem Fall die Serienlautsprecher. Der Kunde legt jetzt nicht so den wahnsinnigen Wert auf so ein wahnsinniges Hi-Fi-System. Das ist aber gar nicht schlecht von Alphatronics. Nee, das ist okay. Das ist schon okay und wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier im Schlafbereich. Und ja, ich sag mal, die Distanz zum Fernseher ist jetzt auch nicht so gigantisch, 2,50 Meter. Von daher finde ich das alles super. Er ist so genial platziert da an der Mitte, in der Höhe mit dem und sehr, sehr dezent. Da ist so eine kleine Fernbedienung über Heiko. Da ist ein Kabel dran. Was kann die denn? Ach so, damit kann ich nachher die Kopfenden der Betten verstellen. Mach mal. Die Kopfenden der Betten. Ich kann die heben und senken. Ja, jetzt senke ich es gerade ab. Also ich habe die jetzt... Fürs Fernsehen gucken zum Beispiel? Ja genau. Jetzt kann ich sagen, ich stelle mein Kopfteil hoch und kann eben lesen oder eben dann doch Fernsehen. Und das macht ja echt Sinn, oder?
Ja, das ist einfach toll. Das heißt, du kannst dich auch abends mal hier aufhalten. Vielleicht bist du ein bisschen müde, willst aber doch noch eben vielleicht ein bisschen Fußball nebenbei gucken oder so. Und dann ist es einfach eine tolle Möglichkeit, sich hier zurückzuziehen. Mhm. Jedes Auto ist anders. Wie war denn heute die Übergabe? Sven, ich sage es dir genau, wie wir gestern gesagt haben. Das ist, wenn ich jetzt wieder daran denke, kriegst du wirklich Gänsehaut. Ich erzähl mal ganz kurz. Wir haben ein Fahrzeug gefilmt. Das war welches? Das war ein Perfect 1050. Der Kunde kam heute Morgen. Also ich habe ihn gestern gefilmt. Mhm. Du hast mir gesagt, er wird heute heute ist Übergabe, steht noch auf der Messe. So, der Kunde, hat er ihn mitgenommen? Nee. Nein, er kann ihn ja nicht mitnehmen. Steht auf der Messe. Aber er hat ihn zum ersten Mal in dem Zustand komplett fertig gesehen. Ja? Mhm. Er war zwischendurch natürlich in der Produktion. Ja. Nein, so fertig nicht. Liebe Zuschauer, das ist... Denn man hat ja nicht immer die Möglichkeit... Komm mal mit, bitte. Man hat ja nicht immer die Möglichkeit, jedem die komplette Geschichte von Mario Mobil zu erzählen. Nee, für den Dreh haben wir es ja genehmigt bekommen. Ja. Ich bin, weißt du, nach so einem Dreh stehst du da, du erfährst bei dem Fahrzeug so viel über, ich sag mal, das Thema Drang nach Freiheit, das die Leute haben, um dann ihr Apartment, wenn du überlegst, eine Eigentumswohnung heute, die kostet ja auch 600.000 Euro, ja, die ist vielleicht vermietet, wirft dann, ich sag mal, einen Tausender ab oder sowas. Damit kannst du ja nie wegfahren. Das ist das Problem, sie ist nicht mobil. Und das kann ja sein, dass ich mir heute vorstelle, ja, am Gardasee ist es schön, aber was ist in 2 Jahren, was ist in 3 Jahren? Vielleicht möchte ich dann auch mal woanders hin. Ja? Ich habe am Gardasee vielleicht alles gesehen und dann habe ich einfach das Bedürfnis zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt dann doch nach Spanien oder vielleicht bleibe ich auch in Deutschland, weil Deutschland ist auch super schön. Und das ist einfach das Tolle, dass ich mit so einem Mobil mir das kurzfristig überlegen kann und sagen kann, weißt du was, wir fahren da und dahin und wir haben an der anderen Stelle alles gesehen, da brauchen wir jetzt nicht mehr hin. Schön. Ich kann auch dem schönen Wetter hinterherfahren. Nochmal bitte? Ich kann auch dem schönen Wetter hinterherfahren. So, ganz zum Abschluss bei der Moderation. Ich werde euch nämlich jetzt verlassen. Ich muss noch ein bisschen mehr drehen auf der Messe als nur Vario Mobil. Zeige ich noch mal ein kleineres Fahrzeug, weil die Leute immer denken, man braucht immer direkt 1,4 Millionen. Das ist nicht der Fall. Auch das hat seinen Preis. Wie ist der Preis von diesem Fahrzeug zu sehen? Der liegt bei 500.000 Euro ungefähr. Das ist ein Vario Star 800. In diesem Fall auch auf einem Mercedes Atego, einem Atego 824. Das sind auch sehr, sehr schöne Fahrzeuge, eben hier mit einer schmalen Karosse. Der Vario Star hat eine Breite von 2,30 Meter. Und ja, kompakt. Kompakt, auch nicht so hoch. Und wenn man auch dort den Innenraum sieht, das ist auch super schön und super geräumig. Also auch alles vollkommen okay. Genau, ich habe ja gesagt, also wenn ich mal in der Nähe bin, komme ich mal bei euch vorbei. Dann schaue ich mir das Ganze mal an. Ich habe heute viel erfahren. Ich habe unter anderem erfahren, dass es tatsächlich Seitenwände gibt, die spiegelglatt sind und perfekt lackiert sind. Und ich zeige euch gerade nochmal den Preis. Der kostet 482.165 Euro. Da ist die Mehrwertsteuer mit drin. Ist der verfügbar oder ist der schon verkauft? Nein, den habe ich an einem Kunden verkauft, der schon bereits 2 Fahrzeuge von uns hatte. Und der hat sich jetzt nochmal entschieden, dieses Fahrzeug zu nehmen und freut sich schon auf die Übergabe im Oktober. Ja, vielen Dank euch beiden. Mensch, was für ein Zufall, Horst, dass wir dich gefunden haben. Der Chef, wie war es mal, der Chefprodukt? Entwicklungsprojektleiter für Atego und den Actros der 5. Generation. Der Entwicklungsprojektleiter des Atego und des Actros der 5. Generation
und Heiko Hülsmann, zwei auf Augenhöhe, kann man sagen. Schon, ne? Ich glaube, wir haben die gleiche Ausbildung gemacht. Ja, genau. Und ja, es macht einfach Spaß, nachher sich fachlich auszutauschen. Und ja, Horst ist ein ganz toller Typ und genau unser richtiger Kunde. Genau. Vielleicht auch eine gute Referenz, sage ich jetzt mal. Ja, Dankeschön. Und wenn auch Sie Zeit und Lust haben, ja, jetzt ist ja Corona-Zeit im Jahr 2020. Wie das Ganze dann ablaufen wird im Jahr 2021, wissen wir heute nicht. Eins wissen wir aber, dass das Thema Camping ungebrochen sein wird und dass die Leute einen Drang haben, rauszukommen. Und was Schönes bei euch, ihr habt nichts abgesperrt, jeder kann auf den Stand, die Leute können sich die Autos angucken, nach kurzer Aufforderung kann man auch in die Autos rein, das ist so, allerdings immer nur ein Haushalt, richtig? Ja, genau, da achten wir penibel drauf. Und das war eben auch die Überlegung, sperren wir den Stand ab, sperren wir ihn nicht ab. Wir haben gesagt, wir wollen offen sein für jedermann, wir wollen die Fahrzeuge nahe bringen. Jeder soll die Chance haben, so ein schönes Fahrzeug von der Nähe sehen zu können und auch anfassen zu können. Und dadurch haben wir uns entschieden, eben zu sagen, wir lassen den Stand offen. Und ich denke, so nach den ersten Tagen kann man sagen, dass sich wirklich alle super an diese Hygienevorschriften halten. Und ich habe da keine Bedenken, dass das irgendwie da negativ ausgeht. Und ich hoffe, dass diese Messe exemplarisch steht für das, was da kommen kann. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ja, vielen Dank euch beiden. Und ich schaue auf die Uhr. Heute am 8. September 2020 auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Tschüss.